Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heistergant. Ich möchte euch gerne zeigen, wie ihr den Among Us Sheriff Mod installiert und bei Steam einbindet. Dazu geht ihr auf die Seite github.com/woodydev-among-us-sheriff-mod. Den Link gibt es auch noch in der Videobeschreibung. Wir rollen ein bisschen weiter runter und finden dann hier die Releases. Wir laden hier einfach die neueste Version 1.1 herunter und erhalten eine ZIP-Datei. Diese ZIP-Datei öffnen wir und sehen da drin ein paar Dateien und zwei Ordner. Das lassen wir jetzt erstmal so geöffnet, unser Fenster. Dann öffnet eure Steam-Bibliothek und wählt aus euren Spielen Among Us aus. Klickt rechts auf Among Us, dann auf Eigenschaften und wählt dann lokale Dateien, durchsuchen. Dann öffnet sich ein Explorer-Fenster. Und wir sind jetzt in eurer Steam-Bibliothek. Das kann sein, dass der Pfad vorne etwas anders heißt, aber er müsste dann irgendwann enden mit Steam-Apps, Common, Among Us. Hier klickt ihr dann auf Common und mit einem Rechtsklick kopiert ihr den Ordner Common und fügt ihn irgendwo ins Leere erneut wieder ein. Der Ordner wird also dupliziert und ihr habt einen neuen Ordner, der heißt dann Among Us Kopie. Klickt einmal lange da rein oder drückt F2, um den Ordner umzubenennen. Und zwar in Among Us Sheriff. Jetzt geht ihr in den Ordner rein. Und jetzt schiebt ihr das eine Fenster ein bisschen nach links, dann den geöffneten ZIP-Ordner rechts und dann könnt ihr den Inhalt der heruntergeladenen Mod einfach hier reinziehen. Das ist schon die ganze Installation. Aber damit wir das auch schön starten können und hier nicht immer irgendeinen Ordner suchen müssen, denn wenn ihr jetzt hier einen Doppelklick machen würdet, dann würde das Spiel schon starten mit der Modifikation, alles ist prima. Aber wir möchten das natürlich gerne direkt in uns Steam starten, so wie wir auch alle anderen Spiele starten. Dafür geht ihr hier oben auf Spiele, Steam fremdes Spiel in meiner Bibliothek hinzufügen. Es werden euch alle möglichen Programme aufgelistet, aber unser neuer Ordner wird in dieser Liste nicht auftauchen. Also geht ihr hier auf Durchsuchen und ihr kopiert euch den Pfad, den ihr gerade neu erstellt habt und fügt ihn in dem Durchsuchen-Fenster ein und wählt dort die Among Us-Echse. Dann habt ihr das hier in der Liste stehen. Euch wird hier sicherlich es auffallen, dass hier auch einfach nur Among Us steht und nicht Among Us Sheriff. Und genau, ausgewählte Programme hinzufügen. Jetzt habt ihr hier ein neues Among Us in eurer Liste. Fügt es gerne, wenn ihr möchtet, euren Favoriten hinzu. Jetzt haben wir hier das Problem, dass die ja genau gleich aussehen in dieser Liste. Deswegen Rechtsklick, Eigenschaften und hier einfach reinklicken, Leerzeichen, Sheriff dahinter schreiben. Und schon heißt das Ding Among Us Sheriff. Das Fenster einfach wieder schließen und damit sind wir fertig. Wir haben Among Us Sheriff in unserer Steam-Bibliothek neben dem normalen Among Us und können es einfach starten. Viel Spaß damit!